Das heutige Video wird euch präsentiert von AirUp. Freunde, wenn ihr an berühmte Drehorte denkt, welche Städte fallen euch da so als erstes ein? Klar, Los Angeles, New York, London, vielleicht sogar noch Berlin und natürlich ganz klar Unna und Holzwickede. Wie jetzt? Ihr wisst nicht mal, wo das liegen soll? Dann passt jetzt mal auf. Ja, herzlich willkommen am Rande des Ruhrgebiets. Hier in Unna und Holzwickede, aber auch in Dortmund, wurden Ende der 90er Jahre die Szenen für den Kultfilm Bang Boom Bang gedreht. Dieser gehört neben den Filmen Was nicht passt, wird passend gemacht und Goldene Zeiten zur sogenannten Unna-Trilogie und erzählt die Geschichte von Keek, einem Kleinstadt-Gauner und seinen krummen Geschäften. Im Film sind alle 90er Jahre Ruhrpott-Stars dabei, die man sich so vorstellen kann. Willi Tomczyk zum Beispiel oder Ralf Richter als Kalle Grabowski. Und nicht zuletzt auch Dieter Krebs in seiner letzten Rolle kurz vor seinem Tod. Heute, ihr kennt das bereits, wollen wir mal versuchen, die Drehorte dieses berühmten 90er-Jahre-Klassikers wiederzufinden und wir gucken mal, was heute noch so von ihnen übrig geblieben ist. Und ja, wenn ich das schon so formuliere, ist eine Sache klar, hier hat sich in den vergangenen 24 Jahren eine ganze Menge verändert. Wir beginnen unsere Drehort-Tour heute nicht ganz chronologisch. Ich habe mich entschieden, die Orte nicht so abzufahren, wie sie im Film zu sehen sind, sondern so, wie sie in der Realität nebeneinander liegen. Und deswegen beginnen wir heute in Holzwickede. Und hier wurde eine Szene gedreht, die im späteren Verlauf des Films eine Rolle spielt. Und zwar da, wo Keek und Andy den toten Schlucke in ihrem Kofferraum finden. Ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern, das passiert alles auf so einem großen Parkplatz. Da ist so ein Baumarkt, da ist auch so ein großes Teppichfachgeschäft zu sehen. Beide Gebäude sind heute noch da, sie sehen aber ein bisschen anders aus. Und wenn ich mich hier mal so umgucke, auch die Gegend drumherum sieht ein bisschen anders aus. Ja, herzlich willkommen im Industriegebiet von Holzwickede, das so damals im Film ausgesehen hat und so heute, 24 Jahre später, in der Realität. Und wir sehen, auch heute wird hier noch genauso gerast wie im Film. Was wir aber auch sehen ist, dass sich hier doch in den vergangenen 24 Jahren ein kleines bisschen was verändert hat. Nicht nur die ganzen Schilder der Geschäfte auf der rechten Seite sind anders, da kommen wir gleich nochmal zu. Auch hat sich hier ein bisschen was an der Baukonstruktion getan. Wir sehen hier im Film eine irgendwie sehr merkwürdige Straßenführung, die sich mir nicht so richtig erschließt, um ehrlich zu sein. Ich stehe hier gerade auf so einem Fußweg, der damals offenbar auch irgendwie schon da war. Daneben allerdings hat sich nochmal irgendwie so eine Einfahrt oder sowas befunden. Auch nochmal mit so einem kleinen Beet mit Grünzeug und so. Und daneben war dann irgendwie die Straße. Sieht irgendwie ein bisschen verrückt aus. Weiß auch nicht, warum man das so gebaut hat. Keine Ahnung. Heute ist es alles hier ein bisschen strukturierter. Und wir sehen auch, dass sich ein bisschen was am Hintergrund verändert hat. Wir sehen hier zum Beispiel in der Realität heute auf der linken Seite eine große Halle in diesem Industriegebiet, die damals ganz offensichtlich noch nicht da war. Damals war hier auf der linken Seite noch eine große grüne Wiese zu sehen. Gut, aber halten wir uns nicht allzu lange an dieser Szene auf. Lassen wir mal Keek und Andy auf den Parkplatz drauffahren. So, hier brettert Keek mit seinem Freund Andy in seinem quietschgrünen Auto auf den Parkplatz drauf. Und lasst uns vielleicht erstmal kurz ein paar Worte über dieses Auto an sich verlieren. Dabei handelt es sich um einen Ford Taunus. Und nach allem, was ich weiß,
existiert dieser Wagen sogar heute noch. Er stand nämlich für einige Jahre hier im Ruhrgebiet in einem Restaurant rum, im Planet Hollywood Restaurant in Duisburg. Da gab es auch noch so ein paar andere Requisiten aus berühmten Ruhrgebietsfilmen und so weiter. Das Ding ist allerdings, dieses Restaurant hat 2015 dicht gemacht und ich konnte jetzt nicht herausfinden, was danach eigentlich mit dem Auto passiert ist und ob das heute noch existiert. Naja, zumindest in dieser Filmszene können wir es uns noch angucken. Das andere Kuriosum in dieser Szene ist das große Gebäude, was wir hier im Hintergrund sehen. Und zwar die Teppichdomäne. Das ist so ein typischer Markenname, finde ich, bei dem es sofort klingelt, aber den man irgendwie total vergessen hat. So wie die Plusmärkte oder sowas oder ihr Platz oder so. Der Name dieser Firma Teppichdomäne geht auf die Gründer zurück. Die haben nämlich die Firma in einem Gutshof in Niedersachsen in Harste gegründet. Und so ein Gutshof wird auch Domäne genannt. Irgendwann in den 2000er Jahren wurde das Unternehmen dann allerdings aufgespaltet. Der eine Teil wurde dann zu Poco-Domäne, heißt inzwischen auch nur noch Poco. Und der andere Teil wurde zu, richtig, T-Docs, das Geschäft, das wir heute hier auf diesem Platz sehen. In dieser Szene sehen wir den Parkplatz nochmal in seiner vollen Pracht, ein bisschen von oben gefilmt, mit einem Kamerakran. Das können wir jetzt in dieser Form nicht darstellen. Aber was wir ganz gut sehen, ist hier, ja, das Gebäude T-Docs, früher Teppichdomäne, ist heute im Prinzip dasselbe, wie es auch damals gewesen ist. Aber hier ist ein bisschen grüner Wald rechts verschwunden. Auch da wurde ganz offensichtlich eine neue Halle gebaut, also das Industriegebiet Holzwickede hat in den vergangenen 24 Jahren ganz offensichtlich expandiert. Hier steht der quietschgrüne Ford vor einem, ja, ich glaube, es war ein Baumarkt im Film, oder? Heute ist das nicht mehr so, heute 24 Jahre später ist das hier das Futterhaus, ein Geschäft für Heimtier. Bedarf. Und wir sehen auch, im Hintergrund ist ein Lidl-Markt hinzugekommen, der damals ganz offensichtlich auch noch nicht da war. Damals war hier auch ein kleines bisschen mehr grün. Da standen auch dort ziemlich große Bäume rum, die heute nicht mehr existieren. Hier nochmal so ein kleiner Blick von oben. Hier können wir erkennen, dass sich auch das Gebäude so ein kleines bisschen verändert hat. Nicht nur die schönen Malereien mit der Gießkanne und so sind weg. Das Gebäude hat auf der linken Seite auch irgendwie ein paar Fenster dazu bekommen. Die waren vorher offenbar nicht da. Und auf der linken Seite ist irgendwie so ein Vorbau oder sowas verschwunden. Da stand damals ein Schnellimbiss. Ja, der ist heute nicht mehr da. Ansonsten sieht man hier aber ganz gut, dass das das Gebäude gewesen ist. Und das ist die letzte Szene, die ich euch von diesem Ort zeigen möchte. Andy ist sauer. So sauer, dass er gegen den grünen Ford tritt, der Kofferraum aufgeht und dann finden die beiden den toten Schlucke. Das wurde alles von hier gefilmt. Wir sehen hier nochmal ganz gut auf der linken Seite die grüne Wiese. Ist futsch, dafür eine große Halle in der Mitte. Das kleine Häuschen auf der linken Seite allerdings, das ist immer noch da. Und immerhin eine große Kette der 90er Jahre hat überlebt. Hagebaumarkt. Ja, den gibt's auch heute noch, wenn auch nicht mehr an diesem Ort. So, und ich würde sagen, damit ziehen wir jetzt auch weiter zum nächsten Drehort. Bevor es weitergeht mit unserem nächsten Drehort, machen wir einen kurzen Zwischenstopp im Studio und bedanken uns beim Sponsor des heutigen Videos, der diese Drehorttour, der diesen Ausflug hier möglich gemacht hat. Ich möchte euch von einem kleinen privaten Problemchen erzählen. Wie formuliere ich das jetzt am besten? Ich hasse Wasser. Also jetzt nicht grundsätzlich, aber als Getränk. Ich finde Wasser irgendwie super lame. Es schmeckt nach nichts, es sieht nicht aufregend aus. Und die Konsequenz ist leider, dass ich mir ständig irgendein völlig ungesundes Zuckerzeug reinzimmer. Säfte, Cola, Eistee, ihr kennt das. So, und ich dachte jetzt eigentlich, ich müsste bis an mein Lebensende mit genau diesem Problem klarkommen. Doch dann trat eines Tages der Sponsor des heutigen Videos in mein Leben. Das heutige Video wird freundlicherweise unterstützt von Air Up. Und so sieht Air Up aus.
zunächst einmal wie eine ganz normale Wasserflasche. Es ist auch Wasser drin. Aber diese Flasche kann einen Zaubertrick. Ich zeige euch mal, was ich meine. Achtung, Vorführeffekt. Das ist ein sogenannter Pot. Und dieser Pot versprüht ein Aroma. In diesem Fall ist es Eistee Pfirsich. Den stecken wir jetzt hier oben drauf. Und jetzt passiert Folgendes. Das Wasser, was in dieser Flasche drin ist, ist ganz normales Leitungswasser. Das bleibt auch so. Da kommt auch kein Geschmack oder irgendwie sowas rein. Das Ganze ist viel verrückter. Wenn wir jetzt hier oben draus trinken, dann zieht das Aroma, was hier in diesem Pott drin ist, zusammen mit der Luft in euren Rachen. Und dort wiederum entwickelt es dann den Geschmack. Man nennt das auch retronasales Riechen. Oder einfacher formuliert, euer Gehirn wird mehr oder weniger ausgetrickst, sodass das Wasser plötzlich völlig aufregend schmeckt. Nur, dass wir uns nicht falsch verstehen, das Wasser, was jetzt hier drin ist, schmeckt jetzt natürlich nicht wie ein Getränk, was zu 80% aus Zucker besteht oder sowas. Soll es aber auch gar nicht, sondern es geht eher darum, so Leuten wie mir, die überhaupt keinen Bock haben auf Wasser und vielleicht gehört ja auch ihr dazu, so ein bisschen ja, auf den Geschmack zu bringen und das funktioniert hervorragend. Wenn ihr keinen Bock habt auf Eistee-Geschmack, gibt es glücklicherweise noch 1000 andere lustige Geschmäcker. Ein paar davon habe ich schon ausprobiert. Und in diesem Pott hier ist ganz natürliches Aroma drin, also nichts Gefährliches oder irgendwie sowas. Wenn ihr AirUp auch mal ausprobieren möchtet, schaut doch mal unten in der Infobox vorbei. Da gibt es einen Link für euch. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei AirUp für die Unterstützung dieses Videos. Denn Sponsoren wie AirUp machen solche Videos wie das heutige überhaupt erst möglich. Vielen Dank also und wir machen jetzt weiter mit dem nächsten Drehort. Nur wenige hundert Meter vom Teppichhaus entfernt befindet sich auch die Tankstelle von Willi, wo auch Andy arbeitet und wo sie später versuchen, den Tresor aufzuknacken. Das Problem ist, sowohl die Tankstelle als auch das Wohnhaus, was in diesem Film zu sehen ist, die sind beide heute nicht mehr da. Die Tankstelle wurde abgerissen, stattdessen ist dort jetzt eine neue Tankstelle, neues Gebäude. Ich hoffe aber, dass ich noch den Drehort herausgefunden habe. Er müsste sich gleich da vorne befinden. Ich laufe da jetzt mal hin und dann gucken wir mal, ob wir noch die ein oder andere Szene vergleichen können. Ja, und hier sehen wir das ganze Dilemma. Das ist die Tankstelle, wie wir sie noch aus dem Film kennen. Eine kleine Tankstelle, eine private Tankstelle offenbar, mit so einer kleinen Werkstatt daneben. Auch etwas, was völlig ausgestorben ist, oder? Also das ist eine Tankstelle, die auch noch nebenbei das Auto repariert. Ich glaube, das gibt es heute auch nicht mehr so häufig. Und ja, so ist es auch hier heute in der Realität. Diese ganze Tankstelle, Willis Tankstelle, wurde abgerissen. Und ja, heute ist hier einfach eine große, moderne Tankstelle mit Lunch and Brunch und Coffeeshop und Truckstop. Aber von der kleinen, schnuckligen Werkstatt ist hier heute nichts mehr zu sehen. In dieser Szene sehen wir das Haus von Willi direkt neben der Tankstelle, wo er gewohnt hat, wo damals wahrscheinlich auch echte Leute gewohnt haben, neben der Tankstelle. Das ist heute auch nicht mehr da. Stattdessen steht jetzt hier im Hintergrund ein riesiges Gebäude, was, soweit ich das beurteilen kann, irgendwie zum gesamten Areal des Dortmunder Flughafens schon gehört. In dieser Szene hier sieht es schon ein kleines bisschen mehr aus wie im Film. Da sehen wir Alexandra Neldl vor ihrem historischen, schnuckeligen Käfer, der gerade repariert wird. Und ja, das muss irgendwie hier an dieser Straße gefilmt worden sein. Auch hier sehen wir, das Areal der Tankstelle hat sich ganz offenbar verändert. Auch wurde auch was an der Verkehrsführung geändert. Aber diese Straße hier rechts daneben, das scheint immer noch dieselbe Straße zu sein. Wir sehen nämlich hier diese Bäume da auf der linken Seite, die sind heute noch da. Und hier auf der rechten Seite wurde im Jahre 1998/99 ganz offenbar etwas gebaut. Da steht nämlich so ein großer Kran und ich vermute, das, was da gebaut wurde, ist das, was wir da heute auf der rechten Seite sehen. Das ist alles, glaube ich, schon Teil des Dortmunder Flughafens. Also auch da hat man irgendwie offenbar Ende der 90er Jahre expandiert und neue Sachen hingebaut. So, und wenn ihr euch jetzt die ganze Zeit dachtet, pff, mein Gott, der Typ labert doch völligen Stuss, das ist doch nie im Leben der Ort, der im Film zu sehen ist, dann kommt jetzt der endgültige Beweis. Hier sehen wir nämlich den schönen blauen Käfer, der vor diesem kleinen Häuschen da im Hintergrund steht. Und dieses Häuschen ist hier in der Realität immer noch zu sehen. Nur die Umgebung drumherum, die hat sich völlig verändert. Hier steht jetzt ein großes Porsche-Zentrum. Vorher war da offenbar wirklich auch nur grüne Wiese und so, also keine Industrie, gar nichts.
Und das einsame kleine Häuschen da im Hintergrund, das hat überlebt. Das ist auch heute noch da. Ja, hier hat sich in den vergangenen 24 Jahren eine ganze Menge getan in Holzwickede. Aber diese Szene hier ist der endgültige Beweis, dass wir hier richtig stehen. Nur, dass ich es mal erwähnt habe, wenn ihr von hier, von der Tankstelle in diese Richtung hier fahrt, dann kommt ihr zum Dortmunder Flughafen und auch der ist bekanntlich im Film Bang Boom Bang zu sehen, von außen und auch von innen. Ich habe mich jetzt allerdings entschieden, nicht dahin zu fahren. Erstens ist es ein ganz normaler Flughafen und das Gebäude ist immer noch genauso hässlich, wunderschön, wie auch damals im Film. Ja, und es ist auch immer ein bisschen kompliziert, es ist Privatgelände, da sind viele Leute, die nicht gefilmt werden wollen. Werde ich überfahren? Nein. Deswegen würde ich sagen, widmen wir uns dem nächsten wichtigen Drehort. Ja, und den dürftet ihr wirklich alle aus dem Film kennen. Dem Straßenverlauf von Gottlieb-Daimler-Straße 800 Meter folgen. Links abbiegen auf Gudrunstraße. Nach links abbiegen, um auf kleine Buderusstraße zu bleiben, dann befindet sich das Ziel auf der linken Seite. Das Ziel befindet sich auf der linken Seite. Ich bin angekommen in Unna, in einer historischen alten Zechensiedlung. Und hier steht nicht irgendein Haus. Hier steht das Wohnhaus von Keek und die naheliegende Videothek, die wirklich nahe liegt, obwohl Keek immer mit dem Auto hinfährt. Ja, schauen wir mal, ob wir die Szenen wiederfinden. Ja, und das ist es, das berühmte Haus von Keek, wie wir es im Film kennen. Und so sieht es heute in der Realität aus. Wir sehen, so richtig viel hat sich nicht verändert, zumindest nicht am Haus selbst. Das hat immer noch diesen wunderbaren Ocker-Anstrich. Ganz im Gegensatz übrigens zu anderen Häusern, die wir hier in dieser Siedlung sehen. Darauf kommen wir gleich nochmal zurück, denn vieles ist hier wirklich in den letzten Jahren und Jahrzehnten renoviert worden. Für dieses alte Zechenhaus gilt das offenbar nicht. Der Anstrich ist immer noch genau derselbe, zumindest sieht er so aus. Und aktuell wohnt tatsächlich auch in dieser Hälfte hier zumindest niemand. Ich habe mich so ein bisschen mit den Nachbarn hier unterhalten. Da wird aber wohl demnächst renoviert und dann zieht da auch wohl wieder jemand ein. Aktuell ist hier gerade so ein bisschen Leerstand und Stillstand. Bevor wir uns weiter mit diesem Haus befassen, lasst uns mal kurz ein bisschen auf dieses Gebiet hier eingehen, in dem wir uns hier gerade befinden. Das hier ist die sogenannte Buderus-Siedlung. Das ist eine ganz typische Zechensiedlung, wie man sie zu Hunderten im Ruhrgebiet findet. Hier haben früher, ab 1917, da wurde dieses Gebiet nämlich gebaut, die Bergleute der Zeche Massener Tiefbau gearbeitet. Die haben hier gelebt, wie viele Bergleute im Ruhrgebiet gelebt haben, in Eigenversorgung häufig. Die haben dann Gemüse, Kartoffeln und so weiter in ihren kleinen Gärten hier angebaut. Manche hatten auch Tiere zum Schlachten. Im Volksmund wurde diese Zechensiedlung damals Korsika genannt. Und ab 1922, da machten sich dann allerdings auch schon so die ersten Krisen im Bergbau im Ruhrgebiet und auch natürlich in Unna bemerkbar. Da ging das alles so langsam bergab. Heute ist das hier natürlich keine Bergbausiedlung mehr, weil es auch in Unna keinen Bergbau mehr gibt. Heute wohnen hier alle möglichen Familien und viele dieser historischen Zechenhäuser sehen heute auch wirklich ganz anders aus als damals, bis auf, richtig, das Haus von Keek. In dieser Szene sehen wir das Haus nochmal so ein bisschen aus einer anderen Perspektive. Keek fährt mit Kalle Grabowski zur Videothek, die nur 2 Meter entfernt ist. Gehen wir gleich nochmal hin. Hier sehen wir aber, dass an dem Haus so ein bisschen was in Sachen Fenster verändert wurde. Wir sehen hier, das hat hier so ein großes Fenster in der Mitte. Früher waren das irgendwie noch 2 kleinere Fenster. Der Anstrich blättert so ein bisschen ab und irgendwie will dieses Haus in dieser Optik nicht mehr so richtig in diese Straße reinpassen, wenn ihr euch mal die Häuser im Hintergrund anschaut. Die sind alle wunderschön weiß gestrichen und modernisiert. Das sah hier damals, Ende der 90er Jahre, tatsächlich noch ein kleines bisschen rustikaler aus. In dieser Szene haben wir auch nochmal einen ganz guten Blick auf das Haus selbst. Wir sehen, dass die Türen inzwischen auch mal ausgetauscht worden sind. Die sehen ein kleines bisschen anders aus. Wir sehen, dass das Geländer, an dem Keek da steht, offenbar immer noch exakt dasselbe ist. Also da hat sich gar nichts verändert. Und auch diese Steintreppe da zum Beispiel auf der rechten Seite bei der Hausnummer 44 scheint auch immer noch exakt dieselbe zu sein wie damals. Am Garten hat sich ein bisschen was geändert. Der sieht heute ein bisschen gepflegter aus als damals. Hier sehen wir diese Straße jetzt von der anderen Seite und
Eieiei, hier hat sich auf jeden Fall ganz schön was verändert. Die Häuser sehen völlig anders aus. So anders, dass ich nicht mal ganz genau checke, welches Haus jetzt eigentlich welches ist. Wir haben hier oben so ein geteiltes oder zumindest farblich geteiltes Haus irgendwie. Ich dachte erst, das könnte dieses da sein, weil das hat so einen Strich in der Mitte, irgendwie so eine Teilung. Ich vermute aber, es ist eher dieses Haus, was wir da rechts sehen, weil das stimmt sehr viel mehr mit diesen Fenstern überein, die wir hier oben in der Szene sehen. Es ist ein bisschen verwirrend, ich stehe ein bisschen auf dem Schlauch, aber vielleicht checkt ihr es besser, schreibt es mal in die Kommentare. Ja, in dieser Szene sehen wir diese Häuserfront auch nochmal. Wenn mich nicht alles täuscht, wurde das von hier gefilmt. Also das müssten diese beiden Häuser da sein. Die sahen halt damals wirklich völlig anders aus. Hier sehen wir jetzt Keek im Auto und nochmal so ein bisschen was von der Straße im Hintergrund. Auf der linken Seite stand hier damals ganz offensichtlich eine Telefonzelle. Die ist heute natürlich nicht mehr da. Keek fährt an diesem Spielplatz hier vorbei und auch der ist heute noch in der Realität zu sehen. Und sogar das Haus im Hintergrund steht noch und es sieht auch fast noch so aus wie damals. Und damit wären wir dann auch schon an der Videothek angekommen, die wirklich nur ein paar Meter vom Wohnhaus entfernt ist. Also es ergibt überhaupt gar keinen Sinn, dass Keek hier mit dem Auto hinfährt. Das ist die Videothek, die heute leer steht. Nicht nur, weil Videotheken heute im Prinzip ja nicht mehr existieren, sondern auch, weil sich offenbar kein anderes Geschäft hier niederlassen möchte. Ich habe ergoogeln können, dass hier vor ein paar Jahren noch ein Backshop drin gewesen ist, aber auch der scheint inzwischen ausgezogen zu sein. Früher sehen wir hier dieses Gitterfenster, das existierte damals schon. Ist das vielleicht das Klo? Könnte sein, oder? Direkt daneben ein Zigarettenautomat, der heute nicht mehr da ist. Und dann die zwei Schaufenster, in denen alle möglichen Filmutensilien hingen. Und eine offenbar grüne Tür, die wir heute leider auch nicht mehr sehen können. Hier noch ein anderer Blick auf die Videothek, Frankies Video Power, natürlich stilecht mit Deppen-Apostroph. Und so sieht das Gebäude heute in der Realität aus. Von Frankies Video Power Videothek ist leider nichts mehr zu sehen. Keek läuft aus der Videothek raus und das wurde von hier gefilmt. Früher standen da im Hintergrund so Mülltonnen rum. Heute hat man hier einen wunderschönen gestrichenen Grubenwagen aufgestellt in Erinnerung an die Zechenzeit hier in Unna. Was man hier auch ganz gut sieht in dieser Szene, man hat offenbar mal über die Jahre die Straße geflickt. Die sieht heute deutlich schöner aus. Und auch die Fußwege hat man irgendwann mal verändert. Das waren früher noch so richtige Bordsteine. Heute sind das so abgesenkte Gehwege, ne? Das Haus hier auf der rechten Seite, das sah früher vor 24 Jahren auch mal ein kleines bisschen schmuddeliger aus und noch ein bisschen mehr nach Bergbau. Heute, ja, fast wie so eine Villa. Eine schneeweiß gestrichene Villa mit einem Zaun davor. Ja, also dass das hier mal eine Bergbausiedlung war, wenn man es nicht wirklich weiß, würde man es wahrscheinlich auf den ersten Blick auch nicht erkennen. Keek rast mit seinem Auto zurück zu seiner Wohnung und hier sehen wir auf der linken Seite hat es damals so einen kleinen Parkplatz gegeben, direkt vor diesem Spielplatz. Auch der ist heute noch da. Kleines bisschen mehr Grün ist dazu gekommen, ein paar Hecken und so weiter und so fort. Die waren damals noch nicht da. Wir gehen nochmal ein paar Schritte bis zum Ende der Straße. Das hier ist die Videothek in ihrer vollen Pracht, wie wir sie im Film sehen. Heute sieht sie so aus, praktisch unverändert. Die Umgebung drumherum hat sich allerdings schon sehr verändert. Alles ein bisschen schicker und schnieker, bis auf Frankies Videopower. Die hat immer noch ihren ganz alten Charme. Und das ist die letzte Szene, die ich euch aus der Zechensiedlung zeigen möchte. Hier wird Keeks Kumpel überfahren von Kalle Grabowski. Das ist hier passiert. Und hier sehen wir, dass hier nicht nur ein paar Häuser gestrichen wurden. Nein, es sind auch ein paar neue dazugekommen. Am Ende dieser Straße, schaut mal da, da wurde rechts auf jeden Fall was angebaut. Ein Haus, das damals hier noch nicht gestanden hat. So, und bevor wir jetzt auch überfahren werden, würde ich sagen, verlassen wir diesen historischen Ort und ziehen weiter zu unserem nächsten Drehort. Unser nächster Ort auf der Liste ist der Fußballplatz, der im Film eine große Rolle spielt und wo unter anderem auch Til Schweiger aufs Maul bekommt. Und ich habe ihn gefunden, beziehungsweise das, was heute noch davon übrig ist. Nämlich nichts.
absolut gar nichts. Ja, und hier sehen wir sie, Kek und Andy, vor den Mauern des ehemaligen Sportplatzes, der heute so aussieht. Nichts mehr von übrig, Baustelle, man erkennt nicht mal mehr, dass das hier früher mal die Einfahrt dieses Sportplatzes gewesen ist. Warum ist das so? Nun, hierbei handelt es sich um die ehemalige Sportanlage, das sogenannte Stadion am Hertinger Tor. Das war früher mal die Spielstätte des Fußballvereins Rot-Weiß Unna und der bekam dann im Jahr 2014 eine neue Spielstätte und zwar die Sportanlage Süd. Und in diesem Zuge wurde dann dieser Sportplatz hier aufgegeben. In den vergangenen Jahren, also seit 2014, ist hier auf diesem Gelände nicht wahnsinnig viel passiert. Man hat hier diese ganzen Sportanlagen abgerissen, ganz offensichtlich, wie man hier sieht. Der Fußballplatz selbst allerdings, der ja verwilderte dann so über die Zeit und war dann einfach über Jahre hinweg einfach eine Brachfläche. Und seit Anfang dieses Jahres geht jetzt hier auf diesem legendären Sportplatz, da zitiere ich jetzt mal den Hellweger Anzeiger, Unnas größtes Infrastrukturprojekt an den Start. Demnach entstehen hier laut der Stadt Unna in modernster Bauweise eine viergruppige Kindertagesstätte und eine dreizügige Grundschule. Soll heißen, da wo sich damals Till Schweiger und andere Halbstarke aufs Maul gegeben haben, wird künftig was Vernünftiges gemacht. So. Es gibt aber noch so ein paar kleine Indizien, an denen wir erkennen, dass das hier früher der Sportplatz aus Bang Boom Bang gewesen ist, zum Beispiel in dieser Szene. Hier sehen wir Werner Kampmann vor dem Fußballplatz und da sehen wir so ein Gebäude im Hintergrund, was hier in der Realität heute noch zu sehen ist. Ja, da kann man ganz gut sehen, dieser Fußballplatz hatte hier am Eingangstor erstmal so einen Platz, wo auch damals diese ganzen Statisten rumstanden im Film, wo man sich das Fußballspiel angucken konnte, am Imbissstand. Genau, und dann dahinter die große Rasenfläche, von der heute nichts mehr zu sehen ist. Hier nochmal so ein bisschen aus einer anderen Perspektive gefilmt, Werner Kampmann vor dem Fußballplatz. Und da sehen wir auf der linken Seite nochmal so ein spitzes Dach von einem Gebäude. Das müsste dieses sein, das steht auch heute noch da. Und diese Szene müsste dann wiederum von hier gefilmt worden sein. Da hinten geht so eine leichte Böschung hoch. Die Böschung ist noch da und da hinten stehen dann auf der anderen Straßenseite ganz viele Häuser. Nur eben vom Fußballplatz ist hier nichts mehr zu sehen. Und in dieser Straße ist auch diese Szene hier entstanden, wo Schlucke auf Kek und Andy trifft und die ihn fragen, ob er nicht bei ihren krummen Dingern mitmachen möchte. Das wurde von hier gefilmt. Hier sehen wir, dass auf der rechten Seite damals offenbar ein Autohändler war. Da steht noch so ein Schild, Young Car Jahreswagen, offenbar, wenn ich das richtig lese. Davon ist heute nichts mehr übrig. Da ist es einfach nur ein Wohnhaus mit einem dicken Zaun davor. Auf der linken Seite haben wir heute eine schöne Hecke. Früher, als der Fußballplatz da noch war, war da so ein Holzzaun ganz offenbar. Im Hintergrund sehen wir, dass da mal ein richtig großer Baum gestanden hat, der auch so ein bisschen die Häuser im Hintergrund verdeckt. Das Haus hier auf der rechten Seite hat, wenn ich das richtig erkennen kann, mal irgendwie so einen Anbau bekommen über die Jahre oben auf dem Dach. Ja, und auch alle anderen wurden über die Jahre mal ein bisschen saniert und neu gestrichen. Ja, und nur ein paar Meter neben dem Sportplatz finden wir den Ort, an dem Kek sein Auto zertrümmert bekommt von den beiden Jugendlichen. Und zwar, wait for it, genau hier im Busch. Ja, so sieht der Busch im Film aus und so sieht der Busch in der Realität aus. Zugegeben, man kann nicht so richtig viel erkennen, aber man kann ein bisschen was erkennen, wenn wir uns den Gegenschuss dieser Szene angucken. Das hier ist er und da sehen wir auch schon, aha, guck mal hier, das kommt uns doch ein bisschen vertrauter vor. Hier hinten im Hintergrund ist nämlich so ein Häuschen zu sehen, ja auch so ein villaartiges, schnuckeliges Häuschen mit so einem Vorbau. Das sieht man auch hier in der Realität. Was man hier auch sieht, auf der rechten Seite waren früher diese Altglascontainer aufgereiht, die sind inzwischen auf die linke Seite gewandert. Stattdessen ist jetzt dort auf der rechten Seite ein großes VW-Autohaus. Das hat es hier damals in der Form offenbar noch nicht gegeben. Wenn dem so gewesen wäre, hätte sich Kek ja direkt nach der Zertrümmerung ein neues Auto kaufen oder klauen können. In dieser Szene sehen wir auch ganz gut, dass das hier von dieser Stelle gefilmt worden ist. Andy rennt hinter dem jungen Mann her. Ja, da ist so ein Wohnblock im Hintergrund zu sehen in dieser Szene und den sehen wir auch hier in der Realität.
Und das ist die letzte Szene von diesem Ort. Hier haben wir nochmal einen schönen Blick in die Straße hinein. Auf der rechten Seite ist offenbar ein Parkplatz hinzugekommen, der so in der Form offenbar nicht existiert hat. Da war früher noch irgendwie so ein Busch oder sowas, wenn ich das richtig sehe. Auf der linken Seite haben wir dieses villaartige Gebäude mit so einem kleinen Schuppen davor, der auch heute noch da ist. Und im Hintergrund ist heute so ein VW-Autohaus zu sehen. Offenbar war das früher noch keines, oder? Was da, irgendwas ist da hinten aber auch gewesen. Seht ihr das? Da ist auch schon so ein Eckgebäude irgendwie gewesen. Was es genau war, wer weiß das schon. Ja, aber auch hier hat sich die Straße ein kleines bisschen verändert in den vergangenen 24 Jahren. Links abbiegen auf Massener Hellweg, dann rechts abbiegen auf Massener Bahnhofstraße. So, jetzt wird Zeit für ein saftiges Blitzerfoto. Es geht um die Szene, wo Keke und Andi mit ihrem Auto in die Radarfalle reinfahren, mit dem geklauten Tresor im Schlepptau. Und es war ein bisschen tricky, diese Stelle zu finden, wo der Blitzer damals gestanden hat, weil im Internet sehr viele Falschinformationen stehen. Da steht überall, das sei auf der Massener Straße gedreht worden. Ich bin dann da eben hingefahren, rauf und runter, und habe ich die ganze Zeit gefragt so, was? Das sieht hier überhaupt nicht aus wie im Film, bis ich dann gemerkt habe, es gibt noch eine zweite Massener Straße in Unna, die Massener Bahnhofsstraße, und das ist genau die hier. Und wenn mich nicht alles täuscht, dann war auch genau hier, oder ein paar Meter da vielleicht, die Stelle, wo damals der Blitzer gestanden hat. Ja, hier ist das Beweisfoto. So sieht das hier heute aus. Hinten sehen wir nach wie vor, genauso wie im Film, so eine Häuserfront mit so einem Haus in der Mitte. Das sieht so ein bisschen aus, als würde die Straße auf dieses Haus zulaufen. Dem ist nicht so. Da hinten geht einfach eine Kurve links ab. Und so einem Haus auf der rechten Seite und nochmal ein bis zwei weiteren Häusern rechts daneben. Was möglicherweise, man kann es nicht so ganz genau sehen, damals noch nicht da gewesen ist, ist dieses Haus links der Straße. Es ist im Film halt sehr dunkel, deswegen sieht man nicht so ganz genau, ob da was gestanden hat. Was wir hier heute in der Realität auch sehen, ist auf der linken Seite so ein großes Fabrikareal. Das sieht man im Film auch nicht. Was definitiv heute hier nicht mehr rumsteht, ist der Blitzer. Ich vermute auch, dass der hier niemals gestanden hat. Ich vermute, dass das einfach eine Attrappe gewesen ist. Und was wir hier auch ganz gut erkennen ist, im Gegensatz zu den 90er Jahren denkt man heute ein kleines bisschen mehr an die Radfahrer. Die Straße hat inzwischen einen Radweg, ganz im Gegensatz zu damals vor 24 Jahren. Ja, und auch in dieser Szene sehen wir diese Straße. Das ist die Hinfahrt zum Tresordiebstahl. Hier können wir nochmal ganz gut im Hintergrund diese beiden Häuser sehen, die wir eben schon gesehen haben. Die sind heute immer noch da. Auch in dieser Szene allerdings sieht man auf der linken Seite keine Häuser. Es ist wirklich sehr dunkel da. Es sieht aber auch irgendwie so ein kleines bisschen aus, als wäre da irgendwie eine Hecke oder irgendwie sowas gewesen. Schwer zu erkennen. Wobei da links neben dem Auto ist auch ein Haus. Naja, wie auch immer, wir haben die berühmte Straße jedenfalls gefunden. Der letzte Ort, den ich euch heute zeigen möchte, ist die berühmt-berüchtigte Firma Kampmann, wo eine ganze Menge passiert im Film. Gaunereien, Versicherungsbetrug, Einbrüche. Bei so viel strafrechtlich relevantem Vergehen ist es natürlich nur konsequent, dass man dieses Gebäude der Schande inzwischen abgerissen hat. Ja, und ich würde sagen, wir fangen erstmal mit dieser Szene hier an. Hier haben wir nämlich einen ganz guten Blick auf die Firma Kampmann. Hier sehen wir so eine Kurve im Film. Und so sieht das heute in der Realität aus. Völlig anders. Das Interessante an diesem ganzen Areal hier ist eigentlich Folgendes. Die Firma Kampmann hat damals, als man diesen Film gedreht hat, in der Form eigentlich gar nicht existiert.
Es gab hier eine größere Lagerhalle. Die gehörte bis zum Jahr 1998 den Stadtwerken Unna und wurde dann frei. Und deswegen konnte man dort auch diese Szenen hier filmen. Und ich vermute, dass diese Lagerhalle das hier war, was wir hier im Film sehen. Das, was wir hier links im Film sehen, so vermute ich, war gar nicht Teil dieser Lagerhalle. Denn man hat hier, und das steht so im Netz, Kulissen aufgebaut, die die Firma Kampmann darstellen sollen, mit Hilfe von Containern. Und wenn ich mir das hier anschaue, was da auf der linken Seite zu sehen ist, mit dem Kampmann-Schriftzug oben drüber, dann sieht mir das sehr nach Containern aus. Ich vermute, dass man dort links eine Kulisse gebaut hat und dass dieses Gebäude auf der rechten Seite allerdings eine große Fabrikhalle war, die dort tatsächlich gestanden hat. Und das wiederum würde bedeuten, so meine Mutmaßung, dass diese ganzen Wohnhäuser, die wir jetzt hier sehen, wahrscheinlich nachträglich dahin gebaut worden sind. Ich vermute, dass hier damals dann nach dem Abriss dieses Gebäudes eine Wohnsiedlung gebaut worden ist. Aber ganz genau weiß ich es nicht. Also falls der eine oder andere Einwohner oder Einwohnerin von Unna bei mir zuschaut, schreibt es mir doch mal gerne in die Kommentare und erklärt mir, wie sich diese Gegend hier in den vergangenen 24 Jahren verändert hat. Ich vermute, dass dieses Industrieareal abgerissen worden ist und dann hier eben so ein Wohngebiet hingebaut worden ist. Hier sehen wir jetzt den Gegenschuss dieser Szene und das ist überhaupt der Grund, warum ich diesen Ort hier gefunden habe. Denn wir sehen im Hintergrund ein großes Gebäude mit der Aufschrift TÜV-Akademie Bildungszentrum. Und das ist auch im Film des Häufigeren zu sehen. Da sieht man auch, dass das das Gebäude vom TÜV ist und somit war es relativ easy, dann eben diesen Ort hier zu finden. Heute allerdings ist dieses TÜV-Gebäude offenbar auch leerstehend. Das ist unten komplett verrammelt. Das war damals ganz offensichtlich noch nicht so. Hier nochmal aus einer anderen Perspektive. Andi und Keke stehen vor dem TÜV-Gebäude und hier können wir nochmal sehen, ja, es ist alles mit Holz und so weiter verkleidet, damit da keiner reinkommt, ganz offensichtlich. Ja, steht ganz offensichtlich leer. Damals hat es hier auch noch keinen Zaun und sowas gegeben und möglicherweise auch noch nicht mal einen grünen Rasen. Sieht zumindest in dieser Szene so aus. Ja, hat sich ein bisschen was verändert. Hier sehen wir das Ganze nochmal aus einer etwas weitwinkligeren Perspektive. Da können wir nochmal ein bisschen mehr von der Umgebung erkennen. Keke und Andi laufen auf den Polizisten zu und unterhalten sich mit ihm. Damals hat es hier offenbar eine Baustelle gegeben. Da stand ein Bagger rum. Keke hat in der Kurve geparkt. Ja, und wenn ich das jetzt hier richtig sehe, dann müsste meine Vermutung stimmen, die ich eben hatte. Ich stehe nämlich jetzt hier direkt vor einem Wohnhaus, was rechts von mir steht. Und Keke und Andi stehen Pi mal Daumen ungefähr an exakt derselben Stelle. Das heißt, dort, wo dieses Wohnhaus war, müsste damals dann eben diese Einfahrt der Firma Kampmann gewesen sein. Auch hier sehen wir das nochmal ganz gut. Andi steht vor so einem großen Zaun, der dieses Gelände der Firma Kampmann umzäunt hat. Von dem ist heute auch nichts mehr zu sehen. Stattdessen ist jetzt hier so ein kleiner Zaun vor so einem Wohnhaus, ein Wohnmobil. Ja, und vom Areal der Firma Kampmann ist nichts mehr zu sehen. Keke unterhält sich mit dem Polizisten vor der Firma Kampmann und das müsste dann Pi mal Daumen von hier gefilmt worden sein. Heute sehen wir dann eben hier nicht mehr das große Industriegebäude, sondern eben dieses Wohngebiet. Und falls ihr immer noch zweifelt, dass das hier der richtige Ort ist, an dem ich hier stehe, dann kommt hier das endgültige Beweisfoto. Wir haben nämlich noch einen Gegenschuss vom Kampmann-Gelände und da haben wir einen Blick auf dieses Gebäude hier im Hintergrund. Das ist so ein großes Fabrikgebäude mit mehreren kleinen Mini-Fenstern oben und mehreren großen Toren. Und ja, das sehen wir auch heute hier noch, 24 Jahre später, in der Realität. Nur, dass die Tore heute nicht mehr weiß, sondern blau sind. Freunde, das war meine Drehorttour zu Bang Boom Bang. Ihr habt gesehen, es hat sich ein bisschen was verändert in den letzten Jahren. Und ihr habt vielleicht auch bemerkt, ich habe euch natürlich nicht jeden einzelnen Drehort dieses Films heute gezeigt. Das würde ein bisschen den Rahmen sprengen. Was zum Beispiel fehlt, sind so ein paar kleinere Szenen, die in Dortmund gedreht worden sind. Dort befindet sich zum Beispiel diese Szene mit dem Eiscafé, was aber heute auch nicht mehr da ist. Das war am Dortmunder Westfalendamm. Oder auch auf der Dortmunder Galopprennbahn wurden einige Szenen gedreht. Wenn ihr die Adressen dieser Drehorte haben möchtet
oder auch alle anderen Adressen der Drehorte, die ich euch heute gezeigt habe, dann solltet ihr auf jeden Fall jetzt Patreon werden oder Kanalmitglied hier auf YouTube, denn dann gibt es immer exklusive Inhalte, wie zum Beispiel eben die Adressen der Drehorte, die ich euch in diesen Videos hier zeige. Unten in der Videobeschreibung gibt es auch nochmal einen Link dazu. Für alle anderen gilt, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst doch gerne mal einen Daumen nach oben da und ihr könnt natürlich auch diesen Kanal hier abonnieren und die Glocke drücken, dann verpasst ihr nämlich keine weitere Drehorttour. Das war's erstmal für heute. Ich fahre jetzt wieder nach Hause und dann schauen wir mal, was wir beim nächsten Mal machen. Ne? Tschüss und bis zur nächsten Reise.